Ich deaktiviere das jetzt, weil ich will ja nicht, dass er dadurch stirbt. Keine Sorge, ich bin es nur. Hallo, Herr Lord Regent. Wer bist denn du? Oh, Alter! Kommt, meine Ratten! Kümmert dich um euch. Kümmert ihn. Kümmert euch um ihn. So. Die Ratten sind ein bisschen lame. Ja. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nam 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 nam. Okay. Oh. Ich hoffe, das sind unsere Ratten hier. Und die haben wir nicht. Nee, ich glaube, das sind nicht unsere Ratten. Okay. Danke für den Gesundheitstrank. Danke für die Rune. Das war's auch schon mit dem Lordregenten. Schwindende Unterstützung. Brauchen wir jetzt nicht mehr zu lesen. Das hat sich ja eh geklärt. Kurz nachschauen, ob hier noch irgendwas ist, aber der Lordregent wurde zur Gänze verputzt. Lecker. Gut, dann brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Oh, jetzt wird's lustig. Wie zur Hölle? Ich meine, das ist unser Geschützturm. Ich meine, das war natürlich voll Absicht, das wusste ich alles, das war kein Problem. What? Alter, nee, wir haben das doch gehackt. Die letzte Folge haben wir das gehackt, das sollte zu uns gehören, oder? Sag mir nicht, das hat sich einfach resettet, nur weil wir ins Haus gegangen sind, das wäre echt scheiße. Ah, naja, sehen wir halt das nochmal. Nam 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 nam. So, dann halt so. Das ist ja echt scheiße. Danke, danke. Ach, warte, da sagen wir nicht, da ist einfach... Toll. Weißt du, da muss man runtergehen und das ausschalten, aber daneben ist eine Tür. Wie sicher ist das denn bitte? Alter. Ich meine, die haben ja nicht mal ein Problem. Die können ja hier durchgehen. Die sind ja nicht mal in Gefahr. Wieso braucht die eine Tür? Ach, ich verstehe es nicht. Hui, hui. Was haben wir da? Da wäre noch ein... Ein Ausgang oder so? Oder nur ein Lager? Ach, wäre auch ein Ausgang. Wir hätten nicht den Haupteingang benutzen müssen. Hat aber nicht geschadet. So, dann das gleiche nochmal. Hui! So. Nicht die Alarmtafel. Ich möchte das da oben kaputt machen. Das heißt also aber auch, dass hier ist auch nicht mehr unser. Nein! Ach, toll. Kackturm. Bleib mal schön da. Obwohl, eigentlich können wir... Nee, der gehört noch zu uns. Ja, da. Ich gehe auf Nummer sicher weg damit. Ist eh nur noch die Flucht. Oh, das tut sogar weh, wie geil. Oder war das einfach nur Fallschaden? Wäre geil, wenn sie wirklich die Spitzen... Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay. Ich will da... Nee, ich gehe da jetzt nicht rein. Ich weiß ganz genau, was dann passieren wird. Brutzel, brutzel. Ich gehe mal unten durch. Hallo? Ah. So, dann laufen wir halt normal. Müsste der nicht irgendwie hier unten oder so? Eigentlich ja schon, oder? Speicherpunkt. Hui! Und der müsste doch eigentlich direkt hier draußen sein. Da ist er.
Und somit... hallo? Ach, Alter, Alter! Zu blöd, um auf ein Boot zu steigen. Hallo, wie geht's dir? Sollen wir zurück zum Hound Pits Pub? Ich würde sagen, die Zeit des Lordregenten ist abgelaufen. Vielen Dank, Corvo. Dann wollen wir mal. Okay. Wir haben es geschafft. Alter, Gegner eliminiert. 741 ein Zivilist eliminiert. Ah, okay, okay. Das war die, weil wir sie erwürgt haben, heißt es auch eliminiert. Alter. Okay, Alarme haben wir 4. Wahrscheinlich 3 davon haben wir selbst ausgelöst oder so. Ja, hoch. Gibt nicht mehr als hoch. Also wir haben komplett Chaos gebaut. Oh, wir haben ein Gemälde nicht gefunden. Schade. Niemanden getötet, nicht entdeckt. Naja. Aber wir haben die Foltermeister getötet. Das hat wegen Sonderaktionen fortsetzen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir sind schon bei 28 Minuten, aber ich habe das Gefühl, wir werden jetzt nicht mehr viel sehen oder haben wir jetzt noch mehr Missionen. Machen mir ehrlich gesagt Sorgen. Kleine Leute wie ich haben es immer am schwersten. Aber diesmal ist es anders. Der Lordregent ist Geschichte, der Orden hat einen neuen Oberaufseher. Unser Werk ist fast vollendet. Die anderen sind in der Bar. Vermutlich wollen sie ein Glas auf sie erheben. Ich werde draußen bleiben, wenn sie erlauben. Nachdenken, solange wir die Zeit haben. Okay, kein Problem. Corvo. Ja, Glückwunsch. Ich meine, ja, die Welt ist, ob sie jetzt besser ist. Okay, sie ist garantiert besser als unter seiner Herrschaft. Ob sie jetzt aber gut ist, ist die andere Frage. So mit dem Ende, das wir uns erwartet. Aber Samuel, du warst ein echt guter Bursche. Dann gehen wir mal rein und heben. Hast du jemanden umgebracht? Wie viele? Einen. Vielleicht auch 2. Geschafft. Der Lordregent ist Geschichte. Leb wohl, Hiram Boros, die durchtriebene Schlange. Das Gesetz ist nun dehnbar und unsere Taten straffrei. Wir finden den Attentäter Dowd, der die Kaiserin getötet hat. Dann können sie Rache nehmen. Wir müssen Ordnung in das Chaos bringen. Das Militär wird dazu beitragen. Martin kontrolliert die Aufseher. Und Sie, Trevor, kümmern sich um die Angelegenheiten im Parlament. Lord Trevor Pendleton für Sie. Ohne mich haben Sie keinen Einfluss. Die Edelleute würden Sie in der Luft zerreißen. Verzeihung, wir sind angespannt. Sie sind fertig. Unsere Arbeit beginnt. Die Krönung wird improvisiert. Dennoch muss sie vorbereitet werden. Wir übernehmen das meiste, aber die Sicherheitsfrage bleibt. Emily ist den Mördern ihrer Mutter ausgeliefert. Ich bezweifle ein zweites Attentat, doch sie müssen auf alles gefasst sein. Das stimmt. Ruhen Sie sich aus. Besuchen Sie Piero und machen Sie sich bereit für den Notfall. Auf Corvo, den Mann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Auf Emily Caldwin und den neuen Morgen, der für Dunwall und das Kaiserreich anbricht. Ah, hau weg die Scheiße. Das war ein kurzer Drink. Haben Sie Emily auch geistlich erzogen? Die 7 Gebote? Die Litanei der Weißen Klippe? Oh, Rache ist süß. Bridget, Pennyworth, wie ich es genieße. Hoher Aufseher. Sie sollten sie zu mir schicken, bald. Nein. Sie ist verzogen, selbst für eine Kaiserin. Ach, oh, oh. Alter. Irgendwas stimmt hier nicht. Entschuldige, ich dachte, das wäre ein Audiograf. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir hatten gerade so einen kurzen... Ich kann den Orden kontrollieren. Audio-Flashback, was auch immer. Ich weiß nicht, ob er gesund ist. Oh. Oh. Schön malst du da, Emily. Was malst du denn schon wieder? Ich glaube, unser Ende ist nah. Das ist ein sehr künstlich... Du bist sehr kreativ. Ich will keine Angst mehr haben. Wenn ich Kaiserin bin, werde ich Angst und Schrecken bringen. Genau wie du, Corvo. Ach, ich muss fast lachen, ganz ehrlich. Ich habe schon ein bisschen so das Ende erwartet. Wir erziehen Emily nicht gerade zum Guten. Das wird sowas von in die Hose gehen. Mein Großvater eroberte die Insel.
Er wurde vergiftet, hat Kalista erzählt. Alter, wir sind hier voll unter Drogen, wir müssen unbedingt nach oben. Irgendwas stimmt mit uns nicht. Aber nun gut, ich meine, naja, Emily wird die Kaiserin, naja, ob gut, naja, ich weiß nicht, ich glaube, sie waren mit dem Lordregenten besser dran. Muss ich jetzt was zugeben, ich glaube, das wird so ein schlimmes Ende, wie es auch nur geht. Ich glaube, wir hatten bis jetzt wirklich überall einen hohen Chaosfaktor. Oh, Alter, uns ist echt nicht gut. Und wir haben uns auf die Fresse gelegt. Ich mache wahrscheinlich in der Hälfte des Videos so einen einfachen Cut. Wirken, als hätten sie getrunken. Hat das Gift gewirkt? Ist er tot? Es sollte gewirkt haben. Hat mich ein Vermögen gekostet. Jawohl, Sir. Ich glaube, Corvo ist von uns gegangen. Ganz wie gewünscht. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen den Körper nicht vergessen. Wenn wir mit der Leiche des Attentäters erscheinen, werden wir gefeiert. Gefeiert wie Helden. Ja, das verleiht uns die Berechtigung. Wir werden diejenigen sein, die den Lordregenten gestürzt und seine Attentäter getötet haben. Sie achten auf die Leiche, Samuel. Ja, Sir. Alter, das habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Aber jedes Mal, wenn mir irgendein Videospiel ein Glas Alkohol angeboten wird, dann bin ich mir fast sicher, dass es gibt. Warum ich meinen Hals für Sie riskiere, keine Ahnung. Aber ich gab Ihnen nur die halbe Dosis, Corvo. Sie haben mich beobachtet, aber nicht genau genug. Vielleicht überleben Sie. Ich verstehe, warum Sie sie hintergangen haben. So viele Leute mussten für die Sache sterben, das sind Staatsverbrechen. Vielleicht glaubten Sie, Emily nicht kontrollieren zu können, wenn sie in ihrer Nähe sind. Da könnten Sie recht haben. Ich verfrachte sie auf ein Boot und dann muss ich selbst verschwinden, bevor sie mich töten. Das kommt als nächstes. Ergibt den meisten Sinn. Wenn sie Glück haben, wachen sie auf und finden einen Ausweg aus dieser Stadt. Wenn nicht, dann leben sie wohl. Ja, ihn mag ich doch immer noch am besten. Aber Alter, hat man uns einfach übelst hintergangen. Schon wieder. Jetzt bin ich hier erst recht angepisst. So einmal hintergehen, ja, okay, kann ich mit leben. Aber zweimal, Alter, den hau ich sowas von in die Fresse. Der war bei der Kaiserin, als sie starb. Vergiftet, tyvianisches Zeug. Das Werk eines Anfängers. Er überlebt. Laut entscheidet. Unsere Hand ins Wasser bei den Fischen, die da drin leben, ist nicht so praktisch. Oh ne, wir kommen zu den Attentätern. Die gleichen, die auch die Kaiserin niedergemäht haben, so wie es sich anhört. Wir können sogar jetzt noch ein bisschen hin und her schauen, okay. Aber wir können nicht... Ah, wir können uns nicht umdrehen, okay. Keine Bewegung möglich, nur mit dem Kopf hin und her schauen. Mein Wissen ist groß, Leibwächter. Meines auch. Das Zeichen auf ihrer Hand. Ein Geschenk von ihrem Freund. Der im Dunkeln zu ihnen spricht. Der spricht, wenn sie seine Schreine besuchen. Auch ich habe diese Schreine besucht. Ich weiß, wie es sich anfühlte, eine Klinge in die Kaiserin zu stechen. Aber sie kenne ich nicht. Wer sie sind und für wen sie kämpfen. Sie sind ein Rätsel. Das erlaube ich nicht. Was hat der gerade runtergeschmissen? War das irgendwie so ein Item, also so ein Gegenstand von der Kaiserin, oder? Ah, wir sind wieder hier gelandet. Oh Gott. Ich wollte jetzt eigentlich, hier hab fast gemerkt. Nun endlich in einer untergehenden Welt. Ein Gefangener des Mannes, der den Kaiserin getötet hat. Des Attentäters Daud.
Deine Freunde vergifteten dich und warfen deinen Körper in den Fluss. Haben sie es getan, um sich zu schützen, damit niemand erfährt, was sie getan haben? Oder war es, weil sie nur einen Schritt davon entfernt waren, ein Kaiserreich zu kontrollieren, wissend, dass du sie nie Emily manipulieren ließest? Vielleicht keins von beiden. Vielleicht liegt es einfach in der menschlichen Natur. Ich denke, das ist das schlechte Ende. Aber ich hoffe, es ist nicht vorbei. So instant, so, oh, tot. Oh Gott. Weg da. Hey, wir leben. Hat er jetzt die ganze Zeit gewartet, bis wir uns bewegen und dann die Tür vor unserer Nase zuklappen, oder? Ah, ich bin wieder da. Oh, loser Stein. Ratte. Ich denke, wir haben... Ah, ich hasse es. Ich denke, wir haben keinerlei Waffen mehr, nur noch unsere Skills. Okay. Da hinten ist auch ein Knochenfragment, aber sonst auch nichts. Hat. Na, klappt doch. Oh. Das ist auch ein Kunstwerk. Und weg. Ich bin wieder da. Wer noch? Flieh aus der Gefangenschaft, Alter. Wieso? Fliehen? Ach, wir haben die an. Oh, wir haben eine neue Waffe. Oh. Kovos Kopfgeld 30.000, Alter, das ist echt viel. Bericht von Daud. Hm. Okay, das ist. Ah, das ist das, was die anderen haben. Okay. Kopfgeldliste. Ja, Bezahlung verweigert. Auftraggeber liquidiert, Alter. Hey, Slackshaw Auftrag. Okay, unbekannt. Okay, unbekannt. Maskiert als Corvo enttarnt. Corvo in Gefangenschaft soll lebend übergeben werden. Aha. Die wollten mich nicht töten, sondern lebend. Oh. Da ist noch eine Notiz da oben. Die sehe ich doch. Aufseher Franklin, nicht wahr? Ah, okay, das ist. Ah, da haben sie dem das Zeug abgenommen. So. Also das hier da. Das ist von ihm. Wo müssen wir hin? Da ist Hauptquartier. Zu deiner. Okay, wir gehen zuerst zu unserer Ausrüstung. Kommen wir da unten überhaupt durch? Ich glaube nicht. Das sieht mir nicht gerade. Danke. Danke. Nee, das sieht mir nicht gut aus hier. Das, ich gehe mal wieder nach oben. Hui. Ist. Okay. Und zwar hüpfe ich mal darüber. Oh. Oh, da ist ja noch wer. Oh. Entschuldige. Ein weiterer Brief. Okay. Wie sieht's? Okay, Waterfront. Die Ausrüstung ist weiter weg als Dords Hauptquartier. Aber. Vielleicht übers Dach? Ich meine, wir müssen ja fast. Ich will da ungern ins Wasser plumpsen. Kommen wir so weit hoch? Ich glaube nicht. Auch hier keine Chance. Nee, probieren, aber... Nee, klappt nicht. Wir kommen hier echt nicht hoch. Oder ist das nicht so ein... Nee, das kann man auch nicht greifen. Ich möchte gerne übers Dach gehen, aber es sieht so aus, als... Oh Gott, ich will da nicht, aber... Naja. Okay, warte, wie sieht's denn aus wegen Knochen am Arsch der Welt? Okay. Dann benutzen wir Teleport und... Whee!
Ja. Okay, und jetzt? Darüber. Haben wir hier nicht eine Ratte oder? Ah, da haben wir eine Ratte. Ja, okay. Keine Ahnung, wo es uns hinführt. Okay. Mist, 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 Mist. Wir haben keine Waffen. Kurz nachschauen, wegen unserer... Da ist das Knochenartefakt. Das Hauptquartier ist dort. Und unsere Ausrüstung ist auch gleich in der Nähe. Wir marschieren mal zu seinem Hauptquartier. Und danach zur Ausrüstung, oder? Oder ist das ein Plan? Ich weiß es nicht. Danke. Oh, Nahrungskette. Mist, da ist noch einer. Dachte gerade, da wird gefressen von einem Fisch oder so, aber... Nicht hier. Ich weiß nicht, wo genau... So aus... Ich denke, wir sollten. Vernünftig wäre es ja schon. Zuerst die Ausrüstung holen. Aber wie, Ach da. Jawohl, wir haben eine Pistole. Mit 8 Schuss, naja. Brauchen wir aktuell aber nicht. Oh nee. Ich sehe schon, was das bedeuten soll. Das wird kein Kinderspiel. Hallo? Okay. Kommen wir so weit hoch? Boah, schwimmen ist hier echt für den Arsch. Angegriffen, bitte. Schönes Schwert. Unsere Ausrüstung ist am Arsch der Welt. Oh. Also, okay, das ist jetzt ein, so ein kleines bisschen. Oh, das ist schon was anderes. Ja. Okay, die Ratten da oben. Können wir nicht eigentlich so einen Weiner kontrollieren? Aber wir können da kaum. Probieren könnten wir es, aber ob das was bringt. Ja. Yeah. Ich wollte gerade diesen Superhelden-Move probieren, aber wir kamen nicht dazu. Vielleicht haben wir Glück und es hält noch. Nee. Alter, was ist denn? So, die kommt mit mir. Wir können die Tür nicht... Ach, leg dich mal hin. Zur Raffinerie gehen? Ja, ich denke, es ist richtig. Ich meine, zuerst die Ausrüstung, dann das Vergnügen.
70 Meter, Alter. Wo gehen wir da hin? Okay, sehr, sehr viele Weine in diesem Gebiet. Sehr viele Weine. Kurz nachschauen, Herz. Das ist das Knochenartefakt, das wir gesehen haben. Ne, das ist ein anderes. Das ist eine Rune, da hinten ist auch noch. Hallo? Hallo? Danke. Was? Finde einen Weg in die Raffinerie. Habe ich ja. Ach, das war... Okay, ich dachte gerade. Oh, ein Gesundheitstrank. Ein Buch. Protokoll. Eine Gasmaske. Wir können alles brauchen, was wir hier finden. Wir sind aktuell ein bisschen knapp bei Munition und allem. So. Okay. Nun gut, wir müssen da hoch. Das Hauptquartier ist dort hinten und die Rune klebt dort oben. Wir müssen irgendwie da hoch. Eigentlich. Können wir da, wie weit können wir da? Das klappt nicht so gut. Auch hier ist ein bisschen Kacke. Toll, dann müssen wir so rüber. Extra außenrum. Was nicht geht. Oh Gott. Ja. Oder? Oder nicht? Ach, wir sind da durchgeflogen. Mist. Habe ich erwähnt, dass ich sehr gut... Nee, habe ich nicht erwähnt. Was haben wir denn hier? Da fehlt doch was. Eine Karte vom westlichen Ozean. Wer will die nicht haben? Da hinten wäre so ein... Oh Gott. Ah. Vielleicht eine schlechte Idee. Ich weiß es nicht. Es war eine schlechte Idee. Es war eine sehr schlechte Idee. Ah, vielen Dank. Es war echt eine schlechte Idee, Alter. Da, nimm. Wir haben wieder Strom. Na, geht doch. War das so schwer? Und jetzt haben wir Treppen. Meine Fresse. Da hätte ich mir viel Mana und Leben sparen können. Oh, wir haben gar keine... Doch, wir haben noch einen Lebenstrank, dachte gerade. So, dann ab nach oben. Warte, nicht zu weit rennen. Das Artefakt ist da unten. Wir werden hin und her geführt. Das ist... Da gibt. Danke. Das war toll. Das war wirklich toll. Alter, es ist. Ich spiele schon zu lange. Ich spiele einfach schon echt zu lange. Oh Mann. Die Rune ist dort unten. Unsere Ausrüstung geht immer weiter weg. Ich habe das Gefühl, wir werden hier gar nicht richtig hingeführt. Ich kann nicht glauben, dass unsere Ausrüstung so weit versteckt sein soll.
am Arsch der Welt oder was auch immer. Die Kette schnappen wir uns, auf nach oben. Die Aussicht genießen können wir leider nicht. Und unsere Ausrüstung ist am Arsch. Warum kommt er zurück? Schwer zu sagen. Beobachten wir die Straßen. Wir sehen ihn von den Dächern. Gut. Sonst schneiden die immer mag den Weg ab. Ohne den Schlüssel kommt er nicht durch den Bahnhof. Er ist gerissen. Er wird einen Weg finden. Vielen Dank, dass ihr mir das so nett sagt. Brauch also einen Schlüssel. Das finde ich gut. Kann ich jetzt hier hoch? Geht nicht. Muss ich wohl von da... Da war doch eine Kette. Da war doch eine Kette, Alter. Und hopp. Finde das richtige Werkzeug. Wieso auch nicht? Gut, aber ich würde sagen, Alter, wir machen schon über Zeit wieder. Wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Dishonored. Das waren jetzt eine 53-Minuten-Aufnahme. Das werde ich natürlich in der Mitte, in der Hälfte irgendwo einen Schnitt setzen oder so. Oh Mann. Aber ja, mal sehen, was uns erwartet im nächsten Part. Ich habe immer noch die Save von was passiert wäre, wenn wir die Audio, den Lord-Regent nicht getötet hätten. Das mal sehen, ob ich da noch... Ich hoffe, ich komme noch dazu. Aber gut, wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Dishonored. Alter, wir sind hier ein bisschen am Arsch gerade. Naja, bis zum nächsten Mal. She rises, when she rises, when.